Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde auf YouTube ein Zusammenschnitt der letzten Helene Fischer Shows präsentiert. Doch ihre Fans sind alles andere als begeistert. Keine neue Show. Im Spätsommer 2022 meldete sich das ZDF bereits zu Wort und erklärte, dass in diesem Jahr keine weitere Helene Fischer Show an Weihnachten präsentiert werden würde. Bereits in 2020 und 2021 mussten Fans auf den Coup am 25. Dezember verzichten. Damals hieß es, meine Fernsehshow am ersten Weihnachtsfeiertag ist auch für mich als Künstlerin immer wieder etwas ganz Besonderes, denn sie lebt von der Vielfalt und Abwechslung. Daher bin ich unendlich traurig, dass ich das erste Mal nicht live auf der Bühne stehen und meiner Leidenschaft, zu unterhalten, nicht nachgehen kann. Umso spannender fand ich es, eine Spezialausgabe zusammenzustellen, wie es sie in dieser Form noch nicht gegeben hat, vielleicht sogar mehr Highlights als in jeder anderen Ausgabe zuvor. Die Highlights der vergangenen Jahre wurden im Dezember 2021 ins Netz geladen und Fans mussten sich damit genügen. Wiederholung von Wiederholung. Zum dritten Mal in Folge wurden sich Fans von Helene Fischer am 25. Dezember 2022 mit einer Wiederholung abgespeist. Via Instagram kündigte die Musikerin den Coup wie folgt an. Am 25. Dezember, um 20 Uhr blicken wir, mit herzlichem Dank an das ZDF, zurück auf die musikalischen Highlights der Helene Fischer Show. Schaut auf dem YouTube-Kanal von Helene Fischer vorbei und habt Spaß im Chat des einmaligen YouTube-Streams Meine schönsten Momente. Doch begeistert waren ihre Fans von der Ankündigung und dem Upload auf YouTube nicht. Stattdessen hagelte es dauerhaft negative Kommentare auf beiden Plattformen und ihre Supporter erklärten unter anderem: Die Zeiten sind vorbei, dass ich mir den zusammengeschnittenen Käse angucke. Die Wiederholung der Wiederholung brauche ich nicht. Einen Zusammenschnitt der Kommentare, die ebenfalls untermauerten, dass der Post nicht von der Musikerin selbst stammte, haben wir hier für dich. Helene Fischer selbst hatte sich derweil nicht zu den negativen Kommentaren zu Wort gemeldet. Stattdessen verbrachte sie die Feiertage mit ihrer Familie in Montreal und wird sich in den kommenden Wochen und Monaten auf ihre geplante Tournee durch den deutschsprachigen Raum vorbereiten.